Wir haben bei WWE schon so einige Powerpaare gesehen. Von Stephanie McMahon und Triple H bis hin zu The Miz und Maryse. Aber aus dem einen oder anderen Grund haben diese Romanzen nicht so lange gehalten. Hier sind die vergessenen Paare in der Geschichte von WWE. Maria und WWE-Champion John Cena hatten mehrere Flirts, nachdem Cena sich 2005 Raw angeschlossen hatte. Und nachdem Cena ihr bei einer Auseinandersetzung mit Kurt Angle im November 2005 zu Hilfe kam, hatte das WWE-Universum große Lust, mehr von diesem Paar zu sehen. Als sie sich im Februar 2006 gegen Edge und Lita zusammenschlossen, küssten sie sich endlich, bevor Maria überraschend die zukünftige WWE Hall of Famerin auf die Matte pinnte. Aus irgendeinem Grund hatte Kane den Eindruck, dass er und Kelly das schärfste Gerücht im Jahr 2008 waren. Nachdem Kelly ihn wegen jemand anderem in die Wüste geschickt hatte, wollte er wissen, um wen es ging. Sie behauptete, es sei The Miz, aber in Wirklichkeit versuchte sie nur Randy Orton zu beschützen. Am Ende lief es für Kelly nicht wie erhofft. Lita erlebte im November 2003 einen der schlimmsten Tage ihrer Karriere. Sie wurde gerade gefeuert und verlassen, als Christian als Ritter in glänzender Rüstung kam. Wochenlang war Christian Lita zu Hilfe gekommen und setzte dann einen Gefallen von Eric Bischoff ein, um Lita wieder einzustellen. Diese aufkeimende Beziehung traf jedoch auf unerwartete Schwierigkeiten, als herauskam, dass Christian mit Chris Jericho gewettet hatte, dass er mit Lita intim werden könnte, bevor Jericho es bei Trish schafft, um einen kanadischen Dollar. Nachdem The Rock den Versuch von Mr. McMahon, Trish Stratus zu demütigen, unterbrochen hatte, bedankte der Women's Champion sich mit einem Kuss. Rock erwiderte ihn in leidenschaftlicher Art und Weise. Das Powerpaar hat sich sogar gegen die Dudley Boys zusammengetan, bevor es getrennte Wege ging. Ein Versuch, die Flamme 2003 wieder auflodern zu lassen, verlief nicht wie geplant. There ain't nobody you wanna look at more finer than The Rock, you know that, baby. In der Nacht, bevor Edge im Juli 2008 Vicky Guerrero heiratete, lud der Rated R Superstar die damalige Hochzeitsplanerin Alicia Fox in seine Hotelsuite ein, wo sie sich vergnügten. Alicia versuchte Edge an diesem Sonntag bei The Great American Bash zu helfen, doch ihre Anwesenheit führte dazu, dass Edge seine Frau versehentlich mit dem Spear traf und gegen WWE-Champion Triple H verlor. In der darauffolgenden Woche versuchte Edge die Bogen mit Alicia zu glätten, doch wir haben die beiden nie wieder zusammen gesehen. Was wird die nächste große WWE Love Story? Wir sind gespannt. Bis zum nächsten Mal bei List This.